Kinder, ich erzähle euch heute eine unglaubliche Geschichte. Sie handelt davon, wie ich meine Musik-Ära, meine Familie sozusagen, kennengelernt habe. Sollen wir für irgendwas bestraft werden? Nein. Oh Mann, das dauert länger, oder? Ja. Also als ich diesen Musikkurs kennenlernte, da war das ein bunt gemischter Haufen, der noch nichts ahnend und total begeistert auf den Beginn der Oberstufe wartete. Jeder von ihnen hatte einen einzigartigen Charakter und ich befürchtete schon, dass es schwer werden würde, daraus eine Gemeinschaft zu machen. Doch ich hatte mich getäuscht, denn am ersten Morgen... Leute, ich habe Kuchen gebacken! Oh Leute, was ist hier los? Ich habe Kuchen gebacken. Auch ein Stück? Okay, ich wollte eigentlich Diät halten, aber unter den Bedingungen brauche ich erstmal einen Kaffee. Schließlich wurde nichts aus meiner Diät. Denn eben jene Schüler sorgten jede Woche wieder dafür, dass es einen unbegrenzten Kuchenvorrat gab. Ich frage mich, ob die wohl in ihre Abiballkleider und Anzüge passen werden. Na, wie dem auch sei, es waren wirklich schöne Jahre. Im Praktischen, also beim Musikmachen, da waren sie sehr gut. Und im Theoretischen war es auch immer sehr interessant. Also ihr Lieben, wer von euch kann mir erklären, was ein verminderter Dominant-Septonen-Akkord ist? Okay, Madita? Das ist ein Akkord, der aus drei kleinen aufeinander geschichteten Terzen besteht und das Besondere dabei ist, dass er sich in vier verschiedene Richtungen und damit in vier verschiedene Tonarten auflösen kann. Perfekt. 100 Punkte. Bei 101 kriegst du die Baggerfahrt durch den Harz, aber den Bagger musst du selber mitbringen. Also ehrlich Leute, ich geb's auf. Will jemand High School Musical gucken? Aber wir haben uns nicht nur in der Schule getroffen. Vor allem bei den Kurstreffen war es immer total entspannt und lustig. Manchmal waren die auch ein bisschen verrückt. Scheiße. Jonas? Oh, Scheiße. Oh, ich hab einen Kopf, ey. Alter, was war denn los gestern, bitte? Ich hab keine Ahnung. Guck dir die Wanne an. Oh, was? Alter, ey.
Ah, warte. Ich glaube, ich erinnere mich da noch an was. Ja, Kinder, so war das mit den Lieben. Es gab Höhen und Tiefen, wie in jeder guten Familie, aber letztendlich haben die sich immer wieder zusammengerauft. Umso trauriger bin ich, dass es jetzt an der Zeit ist, sie gehen zu lassen. Das Leben ruft und sie werden noch so vieles erleben. Aber das, Kinder, sind andere Geschichten. Und heute, am letzten Tag, kann ich euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen, dass ich euch nie vergessen werde, denn ihr seid meine Familie. Kann ich ein Taschentuch haben? Together, 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 everyone, together. Yeah, yeah, that all our dreams have no limitations.